Ist das unsere erste Mahlzeit? Das ist großartig. Wow, der Kuchen. Er ist riesig. Ich wünschte, ich hätte einen Bissen. Ich kann es kaum bei mir aushalten. Beeilen wir uns und probieren wir ihn aus. Nimm dir Zeit, Juli. Wir haben uns unsere Karten noch nicht angesehen. Hier, nimm die. Alex, du hast recht. Fangen wir mit ihnen an. Fantastisch. Ich kann den Kuchen lecken. Und ich darf einen Bissen davon nehmen? Es scheint, dass ich nichts tun darf. Verdammt. Aber das lasse ich nicht so. Lasst mir wenigstens die Creme probieren. Das ist gegen die Regeln, Juli. Das darfst du nicht tun. Lecker. Ich wage es nicht, das nochmal zu tun, sonst habe ich nichts zu lecken. Super. Es ist wirklich köstlich. Ich will mehr. Wow, das ist eine Menge Sahne. Du kannst es endlos lecken. Das ist genug, Alex. Jetzt bin ich dran. Nina hat recht. Du hast für heute genug gehabt. Ich habe mir die Nase mit Sahne eingeschmiert. Das ist auch praktisch. Ich werde noch ein bisschen zu essen haben. Ich weiß nicht, was dich betrifft, aber ich habe auf jeden Fall was zu essen. Gut, das ist so lecker. Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr aufhalten. Ich kann es nicht ertragen, das zu sehen. Wir müssen eingreifen, bevor sie den ganzen Kuchen aufisst. Gib es uns bitte. Nein, natürlich nicht. Ich teile nicht. Ach so? Dann nimm das, Mila. Lass mich los, Alex. Du hast überall Sahne auf deinem Gesicht. Das ist nicht lustig. Jetzt bekommst du auch noch etwas Süßes. Das ist es doch, was ihr wolltet, oder? Du hast Juli genau ins Auge getroffen. Das ist witzig. Was glaubst du, was du da tust, Mila? Ihr wolltet selbst das. Lasst uns weitermachen. Wir haben ein neues Gericht. Diesmal muss ich es öffnen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Es ist ein Kaktus. Es sieht fantastisch aus. Ich fürchte, er ist zu stachelig. Oh ja, wie schmerzhaft. Du hättest den Kaktus nicht mehr deinen Händen anfassen dürfen. Gut, dass ich ein Pflaster habe. Wir sollten deinen Finger abkleben. Na los, danke vielmals. Und was würde ich ohne dich tun, Alex? Na also, so ist es schon viel besser. Hol die Karten, Mädels. Fantastisch, ich werde den Kaktus nicht anfassen müssen. Nicht schon wieder, ich muss es ablecken. Und ich muss zubeißen. Das würde ich gerne sehen. Mach weiter, Mila. Oh nein, das solltest du lieber tun. Ich bin bereit, mich dir hinzugeben. Und ich bin bereit für dich. Los. Jetzt reicht es aber. Mein Kopf ist dabei, sich in zwei Hälften zu teilen. Spielt Schnick, Schnack, Schnuck und entscheidet so, wer anfängt. Und das ist keine schlechte Idee. Versuchen wir es, Juli. Toll, ich habe gewonnen. Du fängst an. Alex, warum hast du das überhaupt vorgeschlagen? Wir hätten es auch ohne dich geschafft. Das tut weh. Ich habe mich auf der ganzen Zunge gekratzt. Was für ein Albtraum. Ich habe euch nur einen Streich gespielt und ihr habt mir geglaubt. Das ist nicht lustig, Juli. Leg es noch einmal. Nicht schon wieder? Moment mal, ich habe eine Idee. Wir müssen den Kaktus rasieren, dann ist er nicht mehr gefährlich. Ich denke, dieser Modus ist zu schwach. Ich schalte den Turbo-Modus an. Großartig, das funktioniert bei mir. Auf diese Weise kann ich definitiv mit den Nadeln umgehen. Leute, seht mal, es klappt. Ich könnte ein Kaktusfriseur sein. Jetzt reicht es aber. Alle Nadeln fliegen auf uns zu. Fertig, was habt ihr vorhin gesagt? Ups, wie peinlich. Tut mir leid. Stimmt. Komm schon, leg endlich den Kaktus. Schon gut, aber bleibt ruhig. Es ist nicht schwer, die Aufgabe jetzt zu erledigen. Geschafft. Egal, wie sehr ich hinauszögere, ich bin jetzt dran. Ich muss es bald tun und dass wir einen schlechten Traum vergessen. Oh, sehr bitter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so witzig, das zu sehen. Mila, was glaubst du, was wagst du da? Es tut mir leid, Alex, ich konnte mich nicht aushalten. Das soll dir eine Lehre sein. Hier kommt unser neues Gericht. Ich will es öffnen. Es ist ein riesiger Chupa Chups. Fantastisch. Wow, der ist ja riesig. Ich hoffe, ich darf sie wenigstens ablecken. Lasst uns die Karten richtig mischen, damit es fair ist.
Super. Ich kann einen Lollipop essen. Na bitte, ich werde es nicht einmal versuchen. Juhu, ich darf den Lollipop ablecken. Das ist nicht fair. Hör auf, wütend zu sein, Mila. Das ist nicht hilfreich. Es ist bereits entschieden. Tut mir leid, Alex, aber ich fange an. In Ordnung, ich überlasse es euch. Aua, warum hast du die Packung an mich geworfen? Ich habe es einfach nicht gemerkt. Jule kann nicht ein Karamellbonbon beißen. Was machst du denn da? Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Du schaffst den Lollipop sowieso nicht zerbrechen. Das sehen wir mal. Ich hole mir eine Vorschlaghammer. Komm zur Vernunft, Juli, ich bitte dich. Nein, der Vorschlaghammer hat sich zerbrochen. Dein Plan ist völlig gescheitert. Gib mir den Lollipop. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich könnte ihn auch ablecken. Das war's. Es sieht so aus, als ob es noch eine Weile dauern wird. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht eine Manikur? Fertig. Was kommt als nächstes? Ich versuche, ein Nickerchen zu machen. Nein, es funktioniert nicht. Alex, wie lange dauert es noch? Wir müssen dir helfen. Mila, gib mir sofort meinen Lollipop zurück. Bitte sehr. Ich wollte ihn nicht wegnehmen. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Was für ein cooler Apparat. Auf diese Weise kann ich viel schneller Karamell essen. Oh, cool. Es schrumpft. Da habe ich erst nicht mehr viel übrig. Das kann ich beißen. Gib mir den Lollipop. Er ist so klein. Sei dankbar, dass er wenigstens noch da ist. Vielen Dank, Alex. Was ist das? Hier ist noch etwas anderes drin als Karamell. Ich hab's. Das ist Kaugummi. Schön. Na bitte, ich hätte es haben können. Juli, du solltest lieber nicht so große Seifenblasen machen. Oh nein, die Blase ist geplatzt. Alex, es sieht so aus, als hättest du recht gehabt. Juli hat sich im Kaugummi verheddert. Findet ihr nicht auch, dass es etwas stinkt? Ich glaube, der Gestank kommt unter dem Deckel hervor. Igitt, Juli, du hast recht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Was für ein stinkender Fisch. Aber irgendjemand muss diesen Fisch ja trotzdem probieren. Also, fangen wir besser bald an. Oh nein, ich sollte es ablecken. Und ich soll ihn beißen. Gut, ich bin die Glückste. Oho, au, mein Kopf. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen, Mila. Wenn du so nervös bist, Alex, lass mich anfangen. Igitt, ich bleibe lieber weit von diesem Fisch. Hast du deine Meinung geändert? So geht es nicht. Okay, okay, wir müssen uns an die Regeln halten. Nein, ich habe meine Meinung geändert. Ich würde lieber den Fisch nicht ablecken. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Aber ich bin kein Angsthase. Ich versuche es wieder. Alex, lass mich los! Ich helfe dir nur dabei, die Aufgabe zu erfüllen. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen. Okay, jetzt bist du dran. Und damit kommst du definitiv nicht durch. Warum hast du das getan, Juli? Ekelregend. Jetzt sind wir quitt, Alex. Oh, wow, ist ja schön hier. Und das ist unser Schokobrunnen. Seid ihr bereit, darum zu kämpfen? Ich warne euch, das wird nicht einfach sein. Ihr dürft nämlich eure Hände nicht benutzen. Gut gemacht. Ich stoppe die Zeit. Viel Spaß. Jetzt muss ich mir diese Airbrush hier besorgen. Das ist gar nicht so einfach, aber ich hab's geschafft. Oh Mann, das dauert ja ewig lange. Wir sind bereits beschäftigt. Das scheint gar nicht schlecht zu sein. Was macht Mia? Die Grundlage ist bereits geschaffen. Aber das gefällt mir noch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt eine richtig schöne Zeichnung. Habt ihr gesehen, wie ich den Deckel abgenommen habe? Oh, voll die coole Idee. Das will ich auch machen. Ah! Was ist denn hier los? Ah, Jennifer ist eingestürzt. Ich wollte einfach den Deckel abnehmen. Oh Mann, Mia ist mir einen Schritt voraus. Was mache ich jetzt nur? Ah, ich werde einfach diese Feder hier benutzen. Ich muss niesen. Oh no! Schaut, was aus meiner Zeichnung geworden ist. Jennifer, wie konntest du das tun? Warum lachst du?
Das ist nicht lustig. Bitte sehr. Mia, wieso hast du mich mit Farbe bespritzt? Das finde ich lustig. Und dein Bild ruiniere ich jetzt auch noch. Jennifer, jetzt bist du dran. What? No! Die Zeit ist um. Da hast du aber Glück gehabt. Schauen wir mal. Hey, Mia hat meine Zeichnung ruiniert. Ich befürchte, meine Arbeit ist auch nicht gerade die beste. Alles wegen Jennifer. What? Mädels, das ist ja gar nicht gut. Mein Bild gefällt dir, oder? Um ehrlich zu sein, die Auswahl ist nicht groß. Okay, Jennifer, du hast gewonnen. Nimm dir den Springbrunnen. Oh, wie toll! Der ist ja groß. Ihr seid bloß neidisch auf mich, Verlierer. Ich werde diese Schokolade jetzt trinken können. Oh mein Gott. Wir können doch nicht bloß da sitzen und ihr zuschauen. Wir müssen was von ihrer Schokolade klauen. Brillante Idee, Mia. Lecker. Wo ist die ganze Schokolade hin? Wir haben uns das genommen, was uns zusteht. Das ist nicht fair. Hier kommt euer nächster Preis. Ist er nicht niedlich? Oh, was für ein süßes Hündchen. Komm her, Kumpel. Oh, was für eine nette Überraschung. Sollen wir wirklich diese Kacke zeichnen? Ganz genau. Los geht's. Ah, sieht nicht gerade toll aus. Aber ich kann's probieren. Ich habe eh keine andere Möglichkeit. Oh Mann, ich muss Gas geben. Ich benutze einfach meinen Fuß. Wait a minute. Wo kommt der Gestank her? Igitt, Mia! Toll, einen Konkurrenten bin ich los. Jetzt kann ich malen. Meine Chancen steigen. Jetzt muss ich mir nur noch etwas Mühe geben. Awesome. Oh Mann, Mia ist bereits am Malen. Ich kann immer noch nicht den Filzstift halten. Mist, ich habe ihn verloren. What? Wo ist er hin? Ich nehme mir einfach einen anderen. Welche Farbe soll es denn sein? Keine Ahnung. Oh, wow. Mia ist ja schon fast fertig. Die Zeit ist knapp. Wo sind eure Bilder? Oh nein, ich habe nichts geschafft. Und ich bin bereit. Wird es Ihnen vielleicht noch gefallen? Ah, keine Ahnung. Was haben wir sonst noch? Ich habe mir Mühe gegeben. Okay. Oh, das hast du gut gemacht, Mia. Wie spät ist es? Oh, ich glaube, ich habe alles verschlafen. Mach dir keine Mühe. Ich habe mich bereits entschieden. Oh nein, ich bin noch nicht schuld. Ich bin wegen Mia in Ohnmacht gefallen. Soll ich das jetzt essen? Das sieht ja eklig aus. Ich probier's mal. Oh wow, das ist ja mega lecker. Das ist Nutella. Davon kriege ich gar nicht genug. Was machst du denn da? Schluss damit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das ist. Ich muss gleich kotzen. Wir wenden uns besser ab. Wollt ihr was probieren? Wie auch immer. Hier kommt ein weiterer süßer Preis. Oh, was für ein flauschiges Kätzchen, hinreißend. Setz dich, Kleines. Wir müssen ein bisschen warten, bis die Mädels dich gezeichnet haben. Direkt auf ihrem Gesicht. Los geht's. Oh, dieses Kätzchen wird mir gehören. Ihr werdet es noch sehen. Wir sind füreinander geschaffen. Ich bin ein Profi, was Schminken angeht. Den weißen Stift brauche ich nicht. Ich nehme einfach den blauen. Ist doch viel cooler, oder? Und jetzt noch die Augenbrauen. Das alles steht dir wirklich gut. Ich hoffe, es wird mir auch stehen. Ihr habt eh keine Chance zu gewinnen. Entspannt euch.
Ich werde nämlich diesen Spiegel hier benutzen. Es ist viel einfacher. Keiner wird mich schlagen. Okay, den größten Teil habe ich geschafft. Jennifer, wie geht's dir? Na, ich bin noch im Prozess. Ich auch. Oh Mann, die benutzt einen Spiegel. Das ist voll ungerecht. Wieso hast du mich geschubst, Mia? Schau mal, was da passiert. Das ist doch nicht richtig. Du hast recht. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Kate, sorry, aber du hast uns gezwungen, es zu tun. Tut mir leid. Hört auf, bitte, Mia. Meine Zeichnung ist dahin. Warum? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Du wirst nie wieder mogeln. Mia scheint sich sicher zu sein, sie würde gewinnen. Das gefällt mir nicht. Mia, kann ich dich mal kurz ablenken? Ich finde, deine Zeichnung ist noch nicht wirklich gut. Aber ich kann dir helfen. Was ist denn hier los? Was machst du da? Na, sehe ich besser aus? Viel besser. Ich sehe, alle sind bereit. Großartig. Zeigt mir eure Gesichter. Oh, Kleines, schau gar nicht in die Richtung. Na, sehe ich besser aus? Das ist ja noch schlimmer. Wirklich? Aber Jennifer hat mir geholfen. Du hast mich reingelegt. Ich habe keine Ahnung, was da bei euch vorgeht. Ich habe keine große Wahl. Jennifer hat gewonnen. Bitte sehr, du kriegst das Kätzchen. Juhu, ich hab's geschafft. Oh, mein kleines, flauschiges Baby. Komm her, lass dich umarmen. Oh nein, ich muss niesen. Jennifer scheint auf Katzen allergisch zu sein. Das ist gut so. Wir nehmen uns das Kätzchen. Nein, ist nicht gut. Ruh dich aus. Wow, so viele Soßen. Das ist euer Medium in dieser Runde. Und das hier werdet ihr zeichnen. Was für ein riesiger roher Fisch. Ich glaube, niemand möchte ihn gewinnen, oder? Also solltet ihr euch Mühe geben. Der Schlechteste bekommt nämlich den Fisch. Viel Glück dann. Okay, ich bin bereit zu kämpfen. Da bist du nicht die Einzige, Mia. Was ist denn hier los? Jennifer, schau mal her. Dein Müll ist direkt auf meinem Gesicht. Oh, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich an mein Bild mache. Was haben wir denn hier? Ah, Ketchup. Sieht toll aus. Die Farbe gefällt mir gut. Ich mach weiter so. Ich mag das Gelb viel mehr. Schaut nur, wie schön das aussieht. Und das Zeichnen macht richtig Spaß. Okay. Zu schade, dass die Soße alle ist. Jetzt nehme ich mir noch den Senf. Sieht auch schön aus. Und in die Mitte kommt etwas Ketchup. Ich liebe diese Farbkombination. Niemand wird mir sagen, dass das schlecht ist. Wow, Mias Zeichnung ist fast fertig. Und ich habe noch ganz viel übrig. Das heißt, ich muss dringend Gas geben. Ich benutze einfach alle vier Finger. Das wird mir Zeit sparen. Das riecht ja gut. Ich muss dringend was probieren. Nur ein bisschen. Ich krieg gar nicht genug davon. Ich habe so richtig Appetit bekommen. Was machst du denn da? Reiß dich zusammen, du musst doch damit malen. Das war's, ich bin fertig. Oh nein! Die Packungen sind direkt auf mein Bild gefallen, bloß nicht das. Also es tut mir leid, aber die Zeit ist um. Halt, halt, zeigt mir eure Bilder. Oh nein, ich habe gar nichts gezeichnet. Wie konnte ich nur? Mensch, Mia hat das beste Bild. Oh, ich muss mir dringend was einfallen lassen. Oh, sorry, aber meine Soßen sind verschmiert. Solange sie nichts sieht, werde ich einfach die Bilder vertauschen. Schauen wir mal, was der Rest von euch hat. Das ist mein Bild. Schön, nicht wahr? Oh, da habe ich nichts einzuwenden. Und meine Zeichnung? Das ist ein leeres Blatt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wurde reingelegt. Jennifer, du hast unsere Bilder vertauscht.
Das kannst du niemandem mehr beweisen. Das bedeutet, dass du den Fisch bekommst. Guten Appetit. Oh, dieser Geruch macht mich krank. Stinkt furchtbar. Dagegen lässt sich nichts tun. Du musst das Ding essen. Ich habe einen genialen Plan. Ich kann den Fisch einfach zubereiten. Ich brauche nur diesen Gasbrenner. Oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Was kannst du denn auch sagen? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber irgendwie hast du das auch verdient. Jetzt bekommt mein Fisch eine schöne Kruste. Ich liebe das. Diesen Fisch möchte ich sofort probieren. Ich würde auch gerne was probieren. Zu spät. Ihr habt alles getan, um diesen Fisch nicht zu bekommen. Good luck. So zart. Großartig.